Oh, nicht das Navi, ne? Was denn? What? Aha! Damn! Damn macht kurz einen Prozess mit dem Ding! Ach, der greift sogar auch mit an, cool! Bam! Was für ein Spaß! Sie dürfen nicht entkommen! Ich mag das! Wie cool das eigentlich immer ist, wenn die da so wegfliegen und so. Und los! Das ist auch, ich muss sagen, es ist super gemacht worden. Endlich Action! Dieses kleine Detail. Das könnte funktionieren. Das könnte nicht mehr funktionieren, das funktioniert auch. Ich kümmere mich darum. Und dir mit meinem Deutschlehrer, ich muss sagen, ich mag meinen Deutschlehrer nicht. Ich finde ihn komisch. Deutscher! Ich kann euch jetzt auch sagen, was ich von ihm denke, aber ich will hier ja niemanden irgendwelcher falscher Sachen beurteilen. Ihr wisst wahrscheinlich eh schon, was ich denke. Oder was ich meine. Denn das ist jetzt nicht so ganz, ich glaube, ich nenne es mal legal, Leute so gesehen so zu nennen. Ich kann die Stadt schon riechen. Wir müssen nur noch an den Truppen vorbei. Oder weniger zu bezichtigen. Keine Ahnung, wie das groß gemeint ist. Ah, nein, Bela nicht. Das hört sich gut an. Ihr müsst lediglich hier die Gegner fernhalten. Ich kümmere mich darum. Von den Katapulten. Die Katapulte. Hey, ihr macht die Viecher weg. Die Viecher. Sag ich schon, Viecher. Ihr macht das, ihr macht das Gefieche weg und die machen den Rest. Ich kümmere mich darum. Komm, greifen wir mal an. Logisch. Können wir das Tor gleich mit angreifen. Bereit. Ich dachte mir eigentlich, die Folge wird schon ziemlich lang, weil ich eigentlich in der Mission mich immer eigentlich recht lang brauche, um mein ganzes Zeug überhaupt mal aufzubauen. Aber an sich so Arbeit? Ja. Bin ich ja ganz zufrieden damit. Und ja, ich weiß, dass ich gerade wie ein Texano raide. Aber ich find's cool. Oh, da ist ein dicker Turm. Das ist ein Big Turm. Das lauf aufsteigen. Mehr als präzise. Yeah. Feuer frei. Bad. Und, der ist mit vergiftet worden. Yeah. Aber ja. Also, ihr macht man hier schön die Truppen weg. Oh, das ist ein Stufe 3er. Jetzt ist der Stufe 3er tot. Präzise! Präzise! Blitzschnell! Blitzschnell! Alles klar hier oben! Lasst uns kämpfen! Ja, Feder. Alles klar! Aber ja. Oh. Mach den Anosaurus kaputt! Das I kaputt. Aber ja. Natürlich. Mit der Kraft der Natur werden jetzt meine Tiereinheiten geheilt. Aber ja.
Fragt euch immer wahrscheinlich, wieso dann hier so, wieso entwickelt der das denn? Ich nutze das, der nutzt das doch nie. Oder der nutzt die Einheiten. Ich werde die schon nutzen, aber jetzt nicht zum Angriff. Da nutze ich lieber meine Helden. Weil ich bin immer so dieser Meinung. Ich bin eigentlich immer der Meinung. Weil die Helden ja die stärksten Einheiten im Spiel sind. Können sie eigentlich auch ruhig hier die ganzen Sachen kaputt machen. Und alles töten und so. Und ich dachte, Stina wäre tot, aber die ist ja irgendwo anders. Die gammelt in ihrer Hut rum und macht gar nichts. Oder in ihrem Hut. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ich bin hier nicht so dieser Sprache mächtig. Groß, dieser Rap-Sprache oder so ein Scheiß. Oder dieser Gangster-Sprache oder wie auch immer das heißt. Ich höre nur recht wenig Rap. Und wenn, dann ist das auch nicht irgendwie so Gangster, aber wenn, dann ist auch hier so kein Gangster-Rap oder so ein Bullshit. Sagt so oft Bullshit und Müll und Scheiß und was auch immer. Ich habe eine Idee. Es gibt Leute, die gewöhnen sich sowas ab. Aber ganz ehrlich, ich will das eigentlich auch gar nicht. Mir sowas abzugewöhnen. Das ist irgendwo Teil des Lebens. Was hast du vor? Das könnte funktionieren. Ausgezeichnet. Genau, schießt auf die! Was gibt's zu tun? Ich hab doch gesagt, ihr sollt auf die schwulen Arbeiter schießen. Und nicht auf das Gebäude hier. Mann. Ich habe eine Idee. Ich kümmere mich darum. Heutzutage gibt's auch keine zuverlässigen Leute mehr. Wir haben den Rohstoffsammler Epoche 3 erst. Okay. Er macht 25 Nahkampfschaden. Sehr effektiv. Dieser Angriff war sehr effektiv. Ich kümmere mich darum. Allzeit bereit. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Präzise! Ja, ich weiß, ich könnte theoretisch jetzt wieder alles aufbauen, was ich zerstört habe, aber dafür bräuchten sie erstmal ein bisschen. Und ich glaube, die KI ist auch nicht so schlau. Dass die wieder auf einmal gleich alles aufbauen. Dachte schon, Tarsloff-Turm wird angegriffen. Aber steht ja Nikolai Tarsloff dran. Hört sich mir nach Russe, nach einem Russen an. Sprich hier Nikolai. Nikolai! Ich kümmere mich darum. Okay, das war fail. Nikolai! Wodka, Wodka, Gorbatschow! Du musst mir ein bisschen aushelfen. Ich gebe dir auch ein wenig Geld. Okay, ich kann das gerade, ich kann das irgendwie gerade gar nicht. Vielleicht ist es daran, weil wir Abend haben. Ich kümmere mich darum. Das hört sich gut an. Oder liegt vielleicht daran, da ich den Russen so gut wie kaum gesprochen habe in letzter Zeit. Ich kümmere mich darum. Aber ich hab den Penner gesprochen. Denn der Penner ist wieder back in the hood. Oder wenn man das so sagt. Ich
Ich habe den, wobei, den Penner kennt ihr gar nicht. Das ist noch so ein Insider von früher, von damals, von Penner, like a boss. Der ein oder andere kennt das wahrscheinlich noch von Ape Crime. Ich habe auch nur über dieses Video bin ich auf Ape Crime gekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich eventuell nie auf die gekommen, hätten die nicht dieses Penner like a boss Video gemacht. Aber ja. Ich kümmere mich darum. Na, na, na. Aber denn ich muss sagen, ich finde den Penner sympathisch. Und der Penner ist auch richtig cool. Weil er ein Penner ist. Hey, hast du mein Euro? Ich fühle mich da irgendwie gerade so unwohl. Wenn ich den Penner rede. Liegt aber wahrscheinlich daran, da ich ihn einfach so lange nicht mehr gesprochen habe. Und es eine Veränderung ist, ihn wieder zu sprechen. Auge um Auge. Bam, 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 badam. Ich werde mir ein Brachio Transporter machen. Aber ja. Jo, erstmal alles zerstören, Leute. Ich kümmere mich darum. Da habt ihr recht. Und zwar genau recht. Dam, dam. Hört sich gut an. Nichts schnell. Hört sich gut an. Ist das Militärlager schon? Nein. Okay, ist noch nicht zerstört. Vorsicht, Fleischfresser! Verdacht! Ich habe eine Idee. Okay. Ein Bifira Carnivore oder wie auch immer das heißt. Der Allosaurus ist hungrig. Na, ich muss sagen, Allosaurier sind cool. Sind richtig tolle Tiere eigentlich. Nicht nur, weil es hier immer diesen mutigen Allosaurus gibt, der da angreift. Nein. Auch sonst einfach nur so, weil sie cool sind. Ich werde mir jetzt zwei Speer auch noch machen. Ich erkunde das Gebiet. Oh, da sollte ich mit den Katapulten nicht angreifen, weil das sonst würde es in die Plotokus treffen. Na egal. Mein Speer steht bereit. Kollateralschäden. Er wird langsam unruhig. Wir reiten los. Oh, der macht sich nur aus dem Staub, okay. Sprich, er verzieht sich nur. Eine kluge Entscheidung. Ah, okay, es hat was gespeichert. Oben auf dem Weg. Ja, speichern sollte ich jetzt auch mal.
Und es, Leute, es kommt zum ersten Mal was vor, was jetzt noch nie in einem meiner Let's Plays vorgekommen ist. Oder zumindest hier in Paravolt. Und zwar, ich muss leider heute die Mission dann mittendrin beenden. Sonst habe ich die Mission immer zu Ende gespielt, weil ich die am Stück aufgenommen habe. Aber jetzt mache ich das nicht. Und zumindest heute nicht. Ja. Ich werde es dann auch ungefähr 3 Minuten spielen, dann werde ich noch in WoW einloggen und noch mein Zeug machen. Oder Arbeit. Gucken. Eine exzellente Stelle, um ein neues Hauptquartier zu errichten. Und danach raten wir den Angriff auf diese Wasserdiebe vor. Okay, so ist es gerade sehr dämlich von mir. Da einfach mal während des Angriffs und Turm zu bauen. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, hab Rohstoffverschwendung. Like a boss. Oh yeah. Ich habe eine Idee. Logisch. Ja. Blitzschnell. Ja. Hört sich gut. So, wenn ich hier hin hochgehe, ist es noch nicht, denn erst hier kommen wir natürlich zum Wassertempel. Man hat hier schon was gehört. Und hier ist der Wassertempel. Sogar mit einem Wasserrad. Cool. So viel Wasser zu stauen. Nur wegen so einem ollen Tempel. Na gut. Muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Ja. Arbeit. Du wirst dich gleich heilen lassen. Und zwar am Tempel. Ja, auf dem Weg. Da lang. Auf dem Weg. Ich bin dabei. Raffiniert. Blitzschnell. So Leute, dann marschieren wir noch nach da oben. Gucken mal, ob da noch irgendwas ist, wenn... Oder exakt... nix, wenn... sollte noch irgendwas da sein. Hört sich gut. Wird das natürlich hier ausradiert. So mit so einem Radiergummi und dann so... Okay, warum habe ich gerade so... gemacht? Ich weiß nicht. Nur das ist halt natürlich so... einfach so wegradiert. So, von dem Bildschirm. Mache ich dann selber. Per Hand. Man kann das jetzt auch falsch verstehen. Kluge Entscheidung. Aber. Ja. Egal. Juckt mich nicht. Alles klar hier. Ja, es juckt mich nicht, wenn ihr es falsch versteht. Ha. Jetzt habe ich euch aber dran gekriegt, oder? Nein, ich weiß auch nicht, was ich gerade hier für ein Bullshit laber. Aber egal. Krieger ist hier. Der muss erledigt werden. Krieger ist hier. Was gibt's zu tun? Blick schnell. Okay. Hier ist nichts mehr. Ist hier. Passt doch. Und. Stegosaurus meldet sich. Arbeit geht klar. Geht klar. Wird gemacht. Ihr lasst euch jetzt erstmal heilen. Von der heilenden Aura des Tempels. Und euch positionieren wir mal da. Und dann würde ich mal sagen, ich speichere jetzt nochmal. Ich habe das jetzt wirklich gelöscht. Egal. Ja, speichern. Und dann würde ich mal sagen, Leute, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Oder exakt jetzt die Parts. Bewertet die, verpeilt halt.
Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.